So, dritter Teil, andere Aufgabe. Zwei Schüler einer Klasse, irgendeiner Schule, sind beide gerade genau 15 Jahre alt geworden, unterhalten sich, wer von beiden reicher ist. Paula hat schon 500 Euro auf ihrem Sparbuch. Schreiben wir es mal auf. Hey, schreiben. Der nächste Satz. Und sie erhält monatlich so viel Taschengeld, dass sie jeden Monat 10 Euro sparen kann. Aha. Teegeld, Paula. 10 Euro pro Monat. Der nächste Satz. Karl kann monatlich nur 5 Euro sparen. Hat dafür aber 300 Euro mehr als Paula auf seinem Konto. Wie schreiben wir das? Das haben wir jetzt aufgeschrieben. Also das Geld, was Karl zur Verfügung schon hat, sein Kontostand ist 800 Euro und sein Taschengeld ist so, dass er 5 Euro pro Monat sparen kann. Wie viel er wirklich bekommt, er kann eben 5 Euro pro Monat sparen. Der Text geht weiter. Die Lage ist klar, Karl ist reicher als Paula, aber Paula erklärt rundheraus, wenn wir genau 18 Jahre alt geworden sind, werde ich reicher als du sein, denn ich kann das Doppelte sparen. Die Behauptung müssen wir jetzt nochmal irgendwie anders fassen. Also, zu Hause zurückspulen, hier machen wir Pause und überlegen, wie wir das aufschreiben. Wir haben das in Thema gesucht reingepackt, 36 Monate weiter, Fragezeichen. Was passiert da? So, jetzt geht der Text aber weiter. Nach welcher Zeit hat Paula den zweifelnd reinschauenden Karl monetär eingeholt? Und wie viel Geld haben beide zum Zeitpunkt des Einholens auf dem Konto? Machen wir es so. T, Einhol. So, und? Geld. Geld, Einhol. Peng. Schreiben wir es so. Jetzt ist das nicht mehr so richtig vorstellbar, aber wenn wir jetzt hier raus eine Formel basteln oder entsprechend malen, dann kommen wir weiter. Dazu mache ich jetzt wieder eine Pause und zu Hause geht es los und ihr versucht das mal mit Skizze und so weiter und so fort. Also die übliche Vorgehensweise wie hier, geschätzte Werte und so weiter, was wir alles hatten. So, und wir machen das hier direkt. So, jetzt haben wir den ganzen Kram mal zusammengefasst, wir haben das mal hier aufgemalt und wir schätzen nach vielleicht 40 Monaten werden sie einander eingeholt beziehungsweise werden sie einen Gleichstand erreicht haben. Ungefähr hier abgelesen. Kann auch ein bisschen eher, ein bisschen später sein. Und es geht gar nicht darum, ob das nach 36 Monaten bzw. 3 Jahren so ist. Diese Behauptung, die ist unwichtig, sondern wir sollen konkret ausrechnen, wann und wie viel. Naja, wenn man das so abschätzt, dann haben wir entsprechende Formeln dafür aufgestellt. Formeln heißt in diesem Fall, da ja beide reicher werden, ne, gibt es hier keinen Minus drin. Das heißt, die Funktionsvorschriften bedeuten das, was hier steht. Und jetzt können wir, jetzt mache ich wieder Pause, wenn wir den Kram gleichsetzen, ausrechnen, mal sehen, was passiert. Wenn man das jetzt gleichsetzt, hier, ich zeige es nochmal, das Gleichgesetzte hier, einmal das hier und das hier gleichgesetzt, dann habe ich das hier, das ist das. Der Rest ist ausrechnen. Hey! Der Rest ist pure Rechnung. Ich kriege dann raus 60 Monate oder 5 Jahre, annommen das Jahr. Und wenn ich dann ausrechnen will, wie viel haben sie beide Geld, kann ich das mit der einen oder mit der anderen Formel tun. Ich komme dann wahrscheinlich bei beiden auf 1.100 Euro. Vergleichen wir das noch und dann stimmt das.